Willkommen beim Schauplatz der legendären Schlacht bei Marathon. Marathon war der Schauplatz einer der größten Schlachten in der Geschichte der griechischen Welt. Hier stellte sich die Athener Armee der Macht einer überlegenen persischen Flotte entgegen. Dein Besuch hier wird dir die Gründe für den Konflikt, die Schlacht selbst und ihre weitreichenden Konsequenzen näher bringen. Wir sehen uns wieder, wenn du fertig bist. Bis dahin, leb wohl. Im Jahr 490 vor unserer Zeitrechnung landeten 600 persische Trieren an einem Strand 35 Kilometer nördlich von Athen. 11.000 Hopliten unter der Führung des glorreichen athenischen Feldherrn Miltiades stellten sich ihnen in den Weg. Auf jeden Griechen kamen in etwa 5 Perser. Doch entgegen aller Wahrscheinlichkeit schaffte es das kleinere Heer, die potenziellen Eroberer zurückzudrängen. Die Schlacht bei Marathon stellte einen wichtigen Wendepunkt in den Perserkriegen dar, und der Sieg der Athener sollte noch viele Jahre gefeiert werden. Der moderne Langstreckenlauf wird Marathon genannt, um einen Soldaten aus dieser Schlacht zu ehren, der nach Athen zurücklief, um den Sieg zu verkünden. Ob die Geschichte wahr oder Legende ist, bleibt umstritten. Die Perser wollten die griechische Welt unter anderem wegen ihrer reichen Silberminen erobern. Im Jahre 545 vor unserer Zeitrechnung kamen sie diesem Ziel nach ihrem Sieg über Krösos, den König von Lydien, einen Schritt näher. Der Sieg zwang einige Griechen in Kleinasien zur Kapitulation und ermöglichte den Persern dort Fuß zu fassen, um eine Invasion durchzuführen. Im Jahr 494 vor unserer Zeitrechnung rebellierte die Stadt Miletos gegen ihre persischen Herrscher. Sie wurden von den Athenern und der nahegelegenen Stadt Eretria unterstützt und brannten sogar einen wichtigen persischen Tempel nieder. Der persische König Dareios war außer sich vor Wut und entsandte 491 vor unserer Zeitrechnung Boten in die griechischen Städte, um deren Unterwerfung zu verlangen. Athen und Sparta töteten die persischen Boten und provozierten damit Dareios zu einer Invasion. Die Perser begannen ihre Angriffe. Sie nahmen zuerst die Stadt Naxos ein und versklavten ihre Einwohner. Dann eroberten sie die Stadt Eretria. Voller Zuversicht nach dieser Siegesserie nahmen die Perser nun Athen ins Visier. Die Griechen waren von der Wildheit der persischen Angriffe überrascht. In der Hoffnung auf Hilfe gegen die anstehende Invasion war Athen dazu gezwungen, sich an die anderen Städte zu wenden. Als überraschender Schachzug baten sie Sparta um Hilfe, das für die stärkste Armee in der griechischen Welt bekannt war. Die Spartaner standen der Bitte offen gegenüber, konnten aber aufgrund der religiösen Feierlichkeiten des Apollon Kaneos nicht rechtzeitig Unterstützung schicken. Es war ihnen nämlich verboten, vor dem nächsten Vollmond ihre Stadt zu verlassen. Die einzige zusätzliche Hilfe, die Athen bekommen konnte, war von der kleinen böotischen Stadt Plateia, welche 1000 zusätzliche Hopliten schickte. Dies war das erste Mal in der griechischen Geschichte, dass ihre gesamte Zivilisation von einem äußeren Feind bedroht war. Trotz ihrer gemeinsamen Sprache und Religion hatten die griechischen Stadtstaaten oft untereinander Krieg geführt. Während der persischen Invasion erkannten sie erstmals die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens, um ihr Überleben zu sichern. Die persische Flotte hatte ursprünglich geplant, im Hafen von Phaleron anzulegen. Der verbannte Athener Tyrann Hypias, der sich auf Seiten der Perser befand, riet ihn jedoch stattdessen bei Marathon zu landen, weil der Einsatz der Kavallerie dort leichter wäre. Die Athener wussten nichts von den Schlachtplänen der Perser und ließen Marathon unverteidigt. So konnten die Perser still ihr Lager am Strand aufschlagen, während Athen hektisch seine Verteidigung vorbereitete. Die überwältigende zahlenmäßige Überlegenheit der Perser zwang die Athener, bei der Verteidigungsstrategie kreativ zu werden. Die Stadt schickte 10.000 Hopliten zusammen mit den 1.000 Mann Verstärkung aus Plateia zu einem Hügel, der sich über dem persischen Feldlager befand.
Als sie in Position waren, mussten die Athener entscheiden, ob sie auf den Angriff der Perser warten oder zuerst zuschlagen sollten. Die Strategen Athens glaubten, dass die erste Option die bessere war, aber der Feldherr Miltiades war davon überzeugt, dass ein Erstschlag mehr Vorteile böte. Schließlich hatten die Perser das Meer im Rücken. Am Ende konnte sich Miltiades gegen die anderen Strategen durchsetzen und die Griechen griffen an. Gemäß Herodotos stürmten die griechischen Hopliten ohne Bogenschützen oder Kavallerie auf die Perser zu. Die Perser waren auf diese vermeintliche Wahnsinnstat nicht vorbereitet. Auch wenn sie die Griechen anfangs aufhalten konnten, wurden sie letztendlich zu ihren Schiffen zurückgedrängt und zum Rückzug gezwungen. Die Perser erlitten während dieser Schlacht schwere Verluste. Etwa 6.400 ihrer Soldaten fielen. Die Athener hatten dagegen nur 192 Gefallene zu beklagen. Der Sieg bei Marathon wurde als ein Wunder angesehen. Die Griechen schrieben dieses Wunder dem Erscheinen legendärer Helden zu, die angeblich von den Toten auferstanden waren, um an ihrer Seite für die Verteidigung der Stadt zu kämpfen. Zum Beispiel schworen mehrere Athener, sie hätten bei Marathon den mythischen König Theseus zu den Waffen greifen sehen. Diese Szene sollte später auf Athens Agora abgebildet werden. Gleichermaßen berichteten einige Hopliten, Herakles wäre in sein Löwenfell gekleidet und mit einer Keule bewaffnet erschienen. Das angebliche Erscheinen dieser Helden half dabei, die Schlacht bei Marathon unter der griechischen Bevölkerung auf den Rang einer Legende zu erheben. Nachdem die Perser aus Marathon geflohen waren, versuchten sie Athen über die Bucht von Phaleron einzunehmen. Dies gab den Athenern jedoch genug Zeit, in ihre Stadt zurückzukehren und eine richtige Verteidigung aufzubauen. Da er weitere Verluste befürchtete, blies der Flottenführer der Perser den Angriff ab und sie kehrten in ihr Reich zurück. Dareios schäumte vor Wut über das Scheitern des Feldzugs und entschied sich mit einer Strafexpedition sowohl von Land- als auch von Seeseite zu rächen. Derweil gratulierte Sparta Athen widerwillig zu dem herausragenden Sieg. Der Sieg bei Marathon war der Anfang einer neuen Ära für Athen. Herodot zufolge, der in der Antike Herodotos genannt wurde, nahm Athen nach dem Zurückschlagen der Perser den ersten Platz im Wettstreit der griechischen Stadtstaaten ein. Die Athener machten diesen Ruhm unsterblich, indem sie sowohl in ihrer eigenen Stadt als auch in Delphi Monumente errichteten. Die Schlacht bei Marathon wurde zudem als Schlag gegen die Tyrannei wahrgenommen. Diese wurde nicht mehr als kleiner Makel eines übermäßig autoritären Systems wahrgenommen, sondern als Verrat am Vaterland. Eine Sünde, mit der die Herrscher unter keinen Umständen in Verbindung gebracht werden wollten. Dies half die Institution der Demokratie für die nächsten zwei Jahrhunderte zu festigen. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Einblick in die berühmte Schlacht bei Marathon gefallen. Sie war nicht nur ein wichtiger Wendepunkt in der Geschichte Athens, sondern für die gesamte griechische Welt. Ihre Auswirkungen sollten noch viele Jahre später spürbar sein. Gibt es noch etwas, das du tun möchtest? Sehr gern. Beginnen wir mit einer einfachen Frage. Welcher athenische Feldherr führte die griechischen Truppen bei Marathon an? Brasidas war ein spartanischer Feldherr. Und auch wenn Athen Sparta um Hilfe bat, so waren sie nicht in der Lage, rechtzeitig zur Schlacht Verstärkung zu schicken. Bitte, wähle eine andere Antwort. Korrekt. Miltiades führte die Truppen bei Marathon an und es war seine Strategie, die den Griechen dabei half, die Perser zurückzudrängen. Zeit für eine weitere Frage. Welche griechische Stadt rebellierte im Jahr 494 vor unserer Zeitrechnung gegen die Perser? Herr
Persepolis war die zeremonielle Hauptstadt des Perserreichs. Ich bezweifle also, dass sie einen Grund hatten zu rebellieren. Versuch es ruhig weiter. Korrekt. Miletos rebellierte gegen die persische Herrschaft, unterstützt von Athen und Eretria. Eine Frage habe ich noch. Welche andere griechische Stadt half Athen beim Marathon? Sparta reagierte zwar auf Athens Hilfegesuch, konnte aber wegen der Feierlichkeiten des Apollon Kaneos nicht rechtzeitig Unterstützung schicken. Versuch eine andere Antwort. Ich fürchte, Naxos wurde von den Persern auf ihrem Weg nach Athen gebrandschatzt. Versuch eine andere Antwort. Leider wurde Eretria von den Persern erobert und konnte daher nicht helfen. Versuch es weiter. Ja, Plataea entsandte 1000 Hopliten, um den Athenertruppen zu helfen. Ausgezeichnet. Du hast viel gelernt. Leb wohl. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.